Das nächste Silhouette Studio Werkzeug, das ich mit euch besprechen möchte, ist das Replizieren. Das ist dieses Symbol hier auf der rechten Seite. Ihr erinnert euch sicher noch an unser Projekt, an unsere Übung 5 bei den Zeichenwerkzeugen, wo wir diesen Stern selbst erstellt haben. Und den verwende ich jetzt auch hier, um diese Übung mit euch zu machen, also um diese Replizieren, um diese Funktion euch vorzustellen. Wir haben hier also das Objekt, welches wir replizieren wollen. Das wählen wir aus. Und dann klicken wir hier auf dieses Replizieren-Symbol rechts und es öffnet sich auch dieses Fenster hier. Und ihr seht nun, ihr könnt eure Designs duplizieren und zwar einfach. Und hier seht ihr auch schon, es ist relativ selbsterklärend, in welche Richtung ihr einen Duplikat erstellen könnt. Das heißt, ich habe jetzt hier mal meinen Stern positioniert und möchte jetzt diesen Stern einfach duplizieren. Ich möchte eine Kopie erstellen und zwar die soll nach links sein. Dann drücke ich hier drauf und ihr seht, automatisch wird eben nach links ein Stern erstellt. Die berühren sich fast, die Punkte, also die werden wirklich nebeneinander gelegt. Das gleiche kann ich auch nach rechts machen, nach unten oder ich dupliziere nach oben. Wenn man jetzt mehr als nur eine Kopie erstellen möchte, hat man da auch die Möglichkeit hier in Reihen und Spalten. Und ihr erkennt anhand des Pfeils und der Anzahl der Kästchen hier, wie viele Duplikationen erstellt werden. Leicht ausgegraut, das ist vielleicht etwas schwieriger zu erkennen, das erste Kästchen ist euer vorhandenes Element und die anderen beiden sind ein bisschen stärker hervorgehoben. Das bedeutet einfach, es werden zwei Kopien erstellt. Ich markiere den Stern und der Pfeil hier oben sagt an, in welche Richtung. Jetzt werden nach rechts zwei Kopien erstellt. Huch, das habe ich gleich nochmal gedrückt, das war zu viel. Jetzt kann ich mir einen Stern hier herunterziehen. Diesen möchte ich jetzt duplizieren. Und zwar, wenn ich hier seht ihr, ist wieder ausgegraut, mein Element, das ich vervielfachen möchte. Und ich sehe hier drei Ecke, also drei Rechtecke. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, werde ich drei Kopien erhalten. Das heißt, immer mein Ausgangselement plus die Anzahl der Kopien. Und das gleiche geht auch nach unten. Das heißt, diesen Stern kann ich jetzt nach unten zweimal kopieren lassen und einfügen. Oder ich ziehe es auf die Seite, ich markiere ihn, ich kann mir drei Duplikate nach unten hier erstellen lassen. Wenn ich jetzt die Seite damit füllen möchte, muss ich zuerst alles entfernen, damit es nicht übereinander liegt. Und ich sage, ich möchte jetzt diesen Stern seitefüllend duplizieren, dann kann ich auch das machen. Und ihr seht, ich mache das jetzt ein bisschen kleiner, die ganze Seite ist gefüllt. Hier ist wahrscheinlich nur noch anzumerken, wenn ihr das jetzt so plottet, ist es nicht sehr foliensparsam, papiersparsam. Es wird einfach nur in regelmäßigen Abständen hier euer Element vervielfacht. Aber natürlich, wenn man das jetzt anders anordnen würde, hätte man noch viel, viel mehr Platz auf der Matte, um noch mehr Sterne ausschneiden zu lassen. Aber ihr sollt nur wissen, dass das eben hier möglich ist. Und wenn ihr gleichzeitig hier bei den Seiteneinstellungen auch die Breite und Höhe verändert, dann lösche ich hier das noch einmal alles heraus, damit ich nur mehr einen Stern übrig habe, dann ist hier beim Replizieren seitefüllend wirklich immer auf den Bereich beschränkt, den ihr auch als Seite definiert habt. Ja, und viel mehr ist zu diesem Duplizieren und Seitefüllen eigentlich nicht zu sagen. Es gibt dann noch die andere Form der Replikation und das ist das Spiegeln. Hier mache ich mal wieder meine ganze Matte, mache das wieder zu, gehe wieder nur auf meinen einen Stern. Beim Stern sieht man das jetzt vielleicht nicht ganz so klar, wenn ich hier spiegle, aber ich zeige euch das jetzt. Und zwar Spiegeln ist ganz wichtig, vor allem wenn ihr später mit Flex- und Flockfolie arbeitet, also mit Folien, die ihr dann auf Kleidung, auf Stoff anbringen wollt, denn diese müssen vor den Plotten gespiegelt werden, damit man sie später beim Anbringen wieder in der richtigen Richtung hat. Und hier beim Spiegeln habt ihr also auch die Möglichkeit zu sagen, in welche Richtung was gespiegelt werden soll. Und hier seht ihr aber auch ganz gut, der Pfeil gibt die Richtung an, hier spiegelt ihr nach unten,
nach oben, nach links oder rechts. Und dieses Dreieck, was nicht ausgefüllt ist, ist euer Objekt, welches ihr eben vervielfältigen, in dem Fall spiegeln wollt. Und das ausgemalene, das volle Dreieck ist das Element, was entsteht. Und wenn ich jetzt mal sage, spiegeln nach unten, dann wird sich der Stern nach unten spiegeln. Ihr seht, er hat hier eine 180-Grad-Wendung gemacht. Das gleiche kann ich jetzt auch nach links spiegeln. Ich kann auch sagen, ich möchte nach rechts spiegeln und kann so meine Elemente duplizieren. Man kann auch Kopien erstellen und gleichzeitig drehen lassen. Das macht jetzt bei diesem Stern nicht wirklich viel Sinn, aber ich zeige euch das vielleicht am besten anhand einer anderen Form. Und zwar nehme ich hier ein abgerundetes Rechteck. Ich ziehe auch die Ecken so ein bisschen runter und auch das fühle ich dabei nicht, dann kann man es besser sehen. So. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte von diesem Element eine Kopie und die möchte ich aber gedreht haben, dann seht ihr hier, was passieren wird. Es wird einmal in 90 Grad Winkel gedreht werden und die Kopie erstellt. Das ist genau das Zeichen, was ihr auch hier seht. Ich lösche das jetzt nochmal. Ich markiere mein Element und ich kann auch sagen, ich möchte zwei Kopien gedreht. Und das wird dann nach vorbestimmten Gradanzahl, wird das dann automatisch eben umgesetzt. Hier habe ich dann drei gedrehte Kopien. Das erkennt ihr hier. Eins lösche ich wieder weg, zwei, drei. Und das letzte Symbol sind dann, das muss ich jetzt selber nachzählen, wenn ich es langsam rauslösche, 1, 2, 3, 4, 5 gedrehte Kopien. Also das alles ist in diesen Replizieren-Voreinstellungen möglich. Das ist in der Basisversion auch möglich. Erst in der Designer-Edition gibt das Replizieren noch ein bisschen im fortgeschritteneren Möglichkeiten, die zeige ich euch in dem nächsten Video. Hier möchte ich euch nur noch darauf hinweisen, dass ihr damit schon auch ein bisschen designen könnt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach hier ein dünnes Rechteck mit abgerundeten Kanten oder Ecken. Und wenn ich hier sage, ich möchte das gedreht fünfmal replizieren, habe ich hier schon ein interessantes Gebilde. Ich kann das Ganze jetzt markieren, rechte Maustaste und sagen verschweißen. Und habe hier schon so eine Art Blume erstellt. Und das kann man jetzt natürlich auch mit unterschiedlichen Formen machen und so weiter, um sich Basisformen selber erstellen zu können. Und für Blumen und so weiter ist sowas wirklich gut geeignet. Und je nachdem, was man eben möchte, kann man darauf Zugriff haben.